Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Vectic. Heute zeige ich euch den fünften Teil vom Richtofen Easter Egg auf der neuen Zombie Map Burrit. Und ja, Männers, jetzt wird's interessant. Und zwar haben wir ja die Lampen eingesammelt im letzten Part und wussten erst nichts damit anzufangen, bis Richtofen dann gesagt hatte, wir müssen Seelen sammeln, Seelen spalten, wir müssen Energie sammeln. Und dann kam Viti auf die glorreiche Idee, dass das was mit den Geistern zu tun hat, dass das mit den Geistern zusammenhängt. Und dann bin ich einfach mal ins Geisterhaus rein, um die Geister anzulocken. Und ja, meine drei Mitspieler, Viti, Finn und Dennis, haben sich zu der Zeit auf dem Friedhof befunden und haben da die Geister getötet. Und Richtofen ist in einer Tour am Erzählen, dass wir das toll machen, dass das super ist, dass wir es weitermachen, dass wir weitermachen sollen. Und ihr hört auch immer eine Melodie, wenn wir einen Geist töten. Und irgendwann ist genug, da haben wir genug gesammelt und dann sagt Richtofen auch, dass es genug ist. Und ja, ich lasse euch jetzt einfach mal ein bisschen hören. Ja, ziemlich krasse Sache, was man alles herausfindet, wenn man richtig zuhört. Und bei dem, was ich euch jetzt zeige, sind wir, glaube ich, wirklich die Ersten. Ich habe ja in meinem First Try Livestream etwas funkeln sehen auf dem Gebäude. Und jetzt kommt das richtig zur Geltung. Und zwar müssen wir diese Lampe dahin bringen. Und ich habe mich ja immer gewundert, was ist das in meinem First Try Livestream? Könnt ihr euch ja angucken, wenn ich den zu diesem Zeitpunkt jetzt schon hochgeladen habe. Ansonsten guckt ihr es euch später an. Und da müssen wir die Lampe anbauen. Und hört selbst, was Dr. Richtofen uns erzählt. Dieses Gerede über Energie, das ist so unpräzise was. Einfach nicht drüber nachdenken. Denke an das Ganze. Plus, Minus, Nord und Süd, Hell und Dunkel, Gut und Böse. Egal. Lächeln, es ist alles gut. Du musst nur frisches Zombie-Blut überall im richtigen Bereich. Du solltest froh sein, dass wir dich nicht längst getötet haben. Ja, das sind jetzt wirklich Hieroglyphen für mich. Ich, beziehungsweise nicht nur ich. Wir wissen jetzt erstmal nicht mehr weiter. Wie es weitergeht, seht ihr im sechsten Part. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Viel Spaß, viel Erfolg beim Zombies-Killen und haut rein. Vectic is my Zombie-Killing-Buddy!